Was geht ab, meine Z-Fighter? Osadu hier mit einem kurzen Update, kurzes Video, denn ihr seht es richtig, Leute. Das Art von Ele Vegito Blue, von dem zukünftigen Ele Vegito Blue, wurde geleakt von DBZ Space. Shoutout an DBZ Space natürlich, er ist in den Daten quasi, aber wir wissen nichts zu seinen Stats, zu seinen Leader Skills, Passive und, sondern wir haben nur das Artwork. Und er schreibt auch, dass wahrscheinlich für Global ein Update kommen wird, 3.7.1. Er weiß nicht wann, es sieht aber so aus, als wären Tabs hinzukommen. Also das User Interface Update quasi. Und richtig. Diese Daten, woher haben sie? Gestern waren Data Download, heißt wahrscheinlich haben sie das von den Daten entdeckt. Jedenfalls klicken wir das Ganze mal kurz an. So sieht sein Art aus, Render, das Render von ihm. Dann haben wir hier, Shoutout an Charlie natürlich. Es gab einzelne quasi Bilder, einzelne Stücke des Artworks und das konnte man zusammensetzen, indem man auf die Seite von DBZ Space vorbeigeschaut hat. Chani hat das Ganze zusammengebaut und so sieht das quasi dann aus, wenn wir das uns angucken. Und Shoutout an Chani auf jeden Fall dafür. Und da haben sich dann viele natürlich hier hingestellt und hingebastelt, wie die einzelnen Stücke eventuell aussehen könnten. Und das dann in HD eben. Könnt auf meine Seite alles drauf gehen und dann euch quasi, wenn ihr das wollt, einmal sichern. Das Artwork. Es sieht insane aus, wenn ich ehrlich bin. Es sieht wirklich unerwartet aus. Ich hätte eher gedacht, das ist der Hieb nach oben gegen Zamasu, aber da kommt wirklich ein Seitwärtshaken. Finde ich wirklich nice. Wirklich geil. Hat auf jeden Fall was. Wie gesagt, Leute, wie gesagt, kurzes Update-Video. Was hattet ihr davon zum Artwork von Ele Vegito Blue? Ich war ganz kurz gehypt auf jeden Fall, denn das Artwork hat es auf jeden Fall in sich. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus und ich bin gespannt, wenn die Karte kommt. Wir wissen dazu wirklich noch gar nichts, aber was wir wissen ist, dass am 18. Januar zu Part 2 des Neujahres-Events weitere Medaillen hinzugefügt werden, weitere Potara-Medaillen, weitere Supreme Kai Stones. Heißt, eventuell können wir da vielleicht mit dem Ele Vegito Blue hoffentlich schon rechnen. Anyways, um jetzt kurz zusammenzufassen, das Art von Ele Vegito Blue, die einzelnen Stücke sind in den Daten, das wurde geleakt von DBZ Space, Shoutout an DBZ Space und die Jungs haben das hier ganz zusammengesetzt. So kann das mehr oder weniger aussehen in der Zukunft. Was haltet ihr vom Ganzen? Gefällt euch das Artwork? Würde mich gerne in den Kommentaren, ihr könnt es nämlich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.